Die Vergewaltigung gerade eben, die musste nicht sein. Die da drüben, okay, kann man verstehen. Aber die Wer da, hätte nicht so gehandelt? Ja. Und damit herzlich willkommen beim Podcast. 1, 2, Sofa. Ja, der Rode ist in guter Laune, denn er hat Kirmeslieder gehört und ich bin auch in Topform. Heute wird in jede Richtung geschossen, politisch unkorrekt gesehen. Ihr müsstet sehen, seine Stimme klingt fröhlich, aber im Gesicht ist er tot. Ja, er wirklich. Ist ein unglaublich trauriger Mensch. Ich esse mich gerade übrigens. Ach fuck, ich habe mein Brötchen vergessen. Oh, du hast ja hier verschüttet. Nix da. Leute, wir haben so einen prall gefüllten Sack an Themen am Start, das glaubt ihr nicht. Was in Hollywood los ist, ne? Ich kann nur sagen, Hashtag MeToo. Wo sind die Brötchen? Eins ist in meinem Mund. Und das andere? In dem Sack da. Dem? Ja. Das ist kein Brötchen. Dann ist das ein Problem, dann ist das vielleicht jetzt alle. Wir sind bestens vorbereitet. Leute, haltet euch fest. Ne? Das ist doch auch für dich hassig. Zieht euch eine extra Buchse an. Jetzt wird's feucht fröhlich! What the fuck? Die Kamera hat's gefilmt. Du hast es ja gerade eingeblendet. Wir müssen ja nicht erklären, was ja gerade passiert also, ist. Also, check es. Wir machen gerade richtig wilde Stunts. Unser Kamera-Equipment ist fast kaputt. Ja. Also, ja. Während ich hier noch kaue und du ausholst, was ist denn los bei dir? Du Assi. Was ist los bei mir? Schmeckt nach Weihnachten. Leute, mein Brötchen ist fast fertig. Findet ihr den Running Gag mit dem Essen im Podcast noch witzig? Ich Nein, auf jeden Fall. Auch egal. Ja. Denn wir scheißen auf euch. Nein, also, das große Thema für mich ist, was in Hollywood gerade abgeht. Du bist ja jetzt nicht ganz so im Bilde, habe ich gehört. Ich habe mich da nicht für interessiert, ja. Aber Hollywood kennst du. Das kenne ich. Das sind, wo die Reichen und Schönen sind. Mhm. Und da geht es um Sex. Mhm. Sex kennst du? Mhm. Nicht deins. Huh. Also ja, ihr habt es bestimmt mitgekriegt. In Hollywood, da steppt der Bär. Alle sind spitz wie Lumpi. Das auch seit Jahrzehnten schon. Wer hätte das gedacht, dass damit Sex Karriere gemacht wird. Freiwillig und unfreiwillig. Und jetzt hat es immer mehr Leute erwischt, die da geoutet werden von anderen, unter anderem hauptsächlich über Twitter. Nicht, dass man da sagt, hier, ich gehe zur Polizei und melde das, sondern ich gehe zu Twitter und sage, hier, übrigens, vor 30 Jahren hat er mich mal berührt. Das will ich jetzt natürlich nicht kleinreden, aber doch, ich will das kleinreden. Die hat es doch gewollt. Die hat sich doch schon so angezogen gehabt. Genau. Nein, also passt auf, ihr seid ja gerade quasi in der Position von Herodes, weil ihr gar nicht wisst, um was es geht. Du weißt wirklich nicht so viel, oder? Ich also glaube nicht, dass die halt genauso wenig wissen. Ich meine, es ist halt schon in den Medien. Nee, wenn ich dir das jetzt... Es ist in den... Bist du auch in den Medien? Ich bin bisweilen in den Medien. Bisweilen. Okay, also. Harvey Weinstein, hast du gehört? Kenn ich nicht. Großer, erfolgreicher Produzent, sowas wie Steven Spielberg oder sowas. Kenn ich nicht. Kennst du auch nicht. Ja, das war hier der mit dem Finger. Ja, mit dem Finger fängt es an. Aber dann sagen sie, hey, ich wollte gar nicht die ganze Hand. Und ja. Zack. Und zack ist sie drin. Richtig. So, also Harvey Weinstein war immer so ein bisschen bekannt, so war offenes Geheimnis, weißt du, und dann ist natürlich so der Skandal, hey, wussten die das nicht, dass der hier da links und rechts die Frauen und so. Das ist halt die eine Sache, dass das natürlich nicht cool ist. Die andere Sache ist jetzt Kevin Spacey, ja, mhm. Ist ein Schauspieler, kennst du vielleicht Filme wie Seven, kennst du nicht, House of Cards schon mal gehört, ist gerade so eine Erfolgsserie, war, ist egal, super Schauspieler. Mega gut. Und da hat sich jetzt jemand gemeldet, hey, vor 32 Jahren hat er sich mal betrunken auf mich draufgelegt oder so. Ich will es jetzt hier, ich kenne nicht alles, ich habe mich nicht wie ein Etienne Gardet da in jedes Detail reingelesen, muss ich zugeben. Aber wir wollen es ja hier doch mal thematisieren. So, und warum ist das eigentlich so ein gern gewähltes Thema, gerade im Internet? Das ist gerade ganz groß. Ja, ja, das aber muss es ist besprochen oft werden. Groß. Was? Männer, die Frauen anfassen im Internet. Ja, das stimmt. Da sollte man was ändern. Ich finde, deine Kinder, die sterben, weil sie Hunger haben, im Internet ist nicht so ganz verbreitet. Und das ist halt ein echtes Problem. Aber gut, ich schweife. Ich glaube, ich habe dich jetzt mitten im... Ja, aber da geht es nicht um unser Entertainment, weißt du? Mhm, wir werden nicht unterhalten, wenn die Kinder verrecken. Wir werden aber unterhalten, wenn hier, ne,
Schauspieler. Und das ist so ein bisschen Doppelmoral hinter Leuten, die so korrekt sind. Nee, jetzt pass mal auf, das kannst du so nicht sagen. Ach du. Habe ich jetzt eiskalt gemacht. Mist. Donnerlittchen, du. Also, vor 32 Jahren hat er ihn. Ist ja auch egal. Donnerlitze. Mhm. Donnerflitschen. Mhm. Vor 32 Jahren hat er so einen Typen irgendwie angefasst und so. Er hat einen Typen angefasst. Ja, der hat sich, das war witzig, das fand ich super witzig, haben auch viele so Memes draus gemacht und so. Dieser Skandal ging los, die Anschuldigungen gegen ihn. Und er hat so gesagt, ja, ich kann mich da nicht dran erinnern. Wenn das so war, dann tut es mir echt leid. Übrigens, ich möchte die Gunst der Stunde nutzen, um zu sagen, dass ich schwul bin. So als Ablenkungsmanöver, ja. Mhm. Ist super witzig. Das Ding ist, der ist halt jetzt schon, jetzt wie gesagt, mega guter Schauspieler, sehr erfolgreich und so. Und nicht aus IT, nicht die Verurteilten, wie heißt der andere Film? Die üblichen Verdächtigen, kennst du vielleicht? Kennst du auch nicht? Kennst du eh alle nicht? Ist auch okay. Und da sind jetzt irgendwie von House of Cards, der Serie, die der gerade spielt, haben halt auch welche gesagt, ja, der hat uns hier und da mal so ein bisschen angefasst. Also hier, ne, so am Bauch oder so. Mhm. Weiß man, da sind jetzt erstmal alles nur Aussagen. Ist das in Hollywood schlimm, wenn man das macht? Bisher war es halt dann alles so, das gehört dazu, sage ich mal. Und jetzt ist, das ist halt, deswegen ist es gerade groß, weil da jetzt so eine Art Umschwung passiert dadurch. Mhm. Aber das Ding ist, die Karriere von dem Typen ist jetzt vorbei. Ja, der ist das Gesicht von dieser Serie. Die haben gesagt, wir filmen das nicht weiter mit ihm. Er ist raus. Das ist ein Film, wo er noch mitgespielt hat, wurde abgesagt. Was war denn jetzt das Schlimmste, was er gemacht hat? Das mit dem vor 32. Ach so, das habe ich vergessen zu erwähnen. Der war halt 14, 15, 16, irgendwie minderjährig auf jeden Fall. Und er war zu dem Zeitpunkt 24, 26, irgendwie so in dem Dreh. Da ist nichts passiert, soweit ich weiß. Also laut der Aussage, sondern er hat sich irgendwie auf ihn draufgelegt und dann, nee, kein Bock, und dann war es das auch wieder. So ungefähr. Und dann haben halt sich jetzt insgesamt nochmal 12 andere da gemeldet, unter anderem 8 von dieser Serie. Wie auch immer, alles nur erstmal Behauptung, es gab kein richterliches irgendwas, er ist nicht verurteilt oder sonst was, aber seine Karriere ist vorbei. Wir haben es ja vorhin gehabt mit, nicht vorhin, sondern neulich gehabt mit, kannst du mir mal das Karamell Gibson? Ich habe das runtergejörg Kachelmann. Mhm. Jörg Kachelmann hat einen ähnlichen Fall. Richtig. Und das war vor allem nur ein Gerücht. Das hat ja bestätigt, richtig, dass das nicht so war. Genau, oder? Das. Der seine ist komplett ist unschuldig vorbei. Und der hat nie wieder Fuß gefasst. Und das ist heißt, halt so. Dass Menschen sich als vermeintliche Opfer darstellen, weil sie geil drauf sind, so empfinde ich das gerade, dass eine Welle geschaffen wird, um Leute zu unterhalten, um irgendein Sommer-Herbst-Loch zu füllen, um irgendeine Nachricht zu haben, die wieder ganz groß ist, um das Thema Sexismus wieder zur Sprache zu bringen, was meiner Meinung nach auch viel zu stark im Raum liegt. Ich meine, klar, es ist ein bisschen Thema, wenn es um Sachen geht wie gleiche Gehälter oder Vergewaltigung, die nicht sein müssen. Im Endeffekt, die Vergewaltigung gerade eben, die musste nicht sein. Die da drüben, okay, kann man verstehen. Aber die wer da, hätte nicht so gehandelt? Ja. Aber die da musste jetzt wirklich nicht sein. Aber im Endeffekt ist es ja schade, dass so ein Thema, was eigentlich doch ist, dass da jetzt Menschen, Existenzen, du kleckerst, dass er jetzt seinen Traum, dieses House of Cards zu spielen, nicht mehr fortführen kann. Das ist geil, weil du so null Plan hast, wer das ist. Baby Driver, den wir jetzt neulich erst geguckt haben, der spielt ja auch mit. Wie auch immer. Ich will ja jetzt gar nicht behaupten, dass die alle irgendwie lügen oder so. Aber es Fakt wirkt ist, dass ganz es so, das als gibt. Ob einige das aus Fame-Geld machen. Natürlich, ja, zumal sie es ja über Twitter machen und nicht exakt zur Polizei gehen und sagen, hier. Und das Ding ist auch klar, also irgendwie, wenn er jetzt schwul ist. Also ich gehe ja jetzt zum Beispiel mit Frauen vielleicht auch ein bisschen anders um als mit Männern. Irgendwie, die ich vielleicht auch sympathisch finde oder was weiß ich. Aber ohne die jetzt irgendwie zu belästigen, aber halt mal, weißt du, zum Beispiel zur Begrüßung umarmt man eher eine Freundin als einen Freund. Hm. Eher so. Das kann man jetzt als Sexismus auslegen, aber ja, ich finde, wenn man jetzt ein bisschen angetüdelt ist, geht man auch zu einem Kumpel und tut so, als ob man den Bums, obwohl man nicht auf den steht. Aber wenn ich jetzt schwul wäre, gibt es Leute, denen wäre das dann unangenehm. Und ich finde, ich meine nur, ein Problem. Dass der ich glaube, das Kollege, ist ein bisschen der Punkt, auf den du raus willst, aber ich bleibe gespannt. Naja, dass der Kevin vielleicht halt einfach so ein bisschen offeneren Umgang hat, sage ich mal. Natürlich da bestimmt auch mal Grenzen überschreitet, aber halt nicht irgendwie die wirklich belästigt hat, sondern halt wirklich mal irgendwie hier eine Hand und da eine Hand. Ja, genau. Und jetzt im Nachhinein, genau. Oh ja, stimmt, der Kevin hat sich echt mir gegenüber komisch verhalten. Ich werde das mal eben raustweeten. Ich finde, das ist so ein bisschen kindergartenhaft, so, ach, mich hat er auch damals gehauen. Ja, nee, weiß ich nicht. Natürlich, ich kenne den ganzen Fall nicht. Wenn das wirklich Opfer sind von irgendwelchen, ja, wenn der wirklich... Darf den Einzelfall betrachten?
Ja. Aber die meisten wissen ja, dass wir hier keine wirklichen Urteile fällen oder keine wirklichen Analysen machen. Ja, wir sind ja hier nur... Aber im Allgemeinen gibt es das. Nicht. Im Allgemeinen gibt es das. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses MeToo, wie du vorhin auch zu mir gesagt hast, so ein, ich will auch mal im Bilde sein. Natürlich sein nicht könnte. Für alle. Es geht darum, dass es Leute gibt. Ich sage explizit wie immer, dass es dass der Einzelfall immer besonders zu betrachten ist. Gut. So. Und ich meine, kein Mensch ist jemals hundertprozentig sicher. Also ich kann natürlich nicht sagen, dass die alle oder keiner davon irgendwas ist. Ja, also in, komplett in hier, ne? Aber wenn jetzt irgendeiner von diesen Leuten zu mir kommt und sagt, ey, du hast zu mir gesagt, dass ich nicht vergewaltigt wurde und dass ich eine Aufmerksamkeit will, dann ist das natürlich auch wieder dumm, weil es stimmt halt einfach nicht. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt hier, political correct nochmal ausgedrückt. Nämlich? Naja, doch, wir haben uns ja gerade schon ein bisschen gerechtfertigt, so. Oder du. Um den Leuten vorzubeugen. Gar nicht das Wind in den Segel ja. zu pusten, jetzt hier Post von wegen... Ja, genau. Unsere meisten Kommentare sind halt... Kennt ihr die Mutter von, wie heißt er nochmal? Frauentausch. Nicht Kevin, ich denke immer wie Kevin. Felix. Felix, genau. Der die Mutter so hintritt. Und die schau mal dich um, Alte. Schau mal dich um, und dann liegt sie auf dem Boden. So sind eure Kommentare immer. Nein, natürlich nicht. Oh, du rechtfertigst dich. Okay, ist das Thema oder hast du noch einen Nee, das ist ja viel größer. Das ist ja so ein Riesen also ist quasi. Jetzt nur der House of Cardsmann, der da vergewaltigt hat, oder gab es da mehrere? Er hat ja nicht mal vergewaltigt. Das Richtig. Ist das Ding. Also das große über allen drüber steht Harvey Weinstein. Das ist halt nicht wirklich Regisseur oder sowas. Also Steven Spielberg mit dem Finger. Mhm. Der ist Regisseur. Mhm. Harvey Weinstein ist Produzent. Mhm. Der hat die quasi so, weißt du, hey, an mir musste vorbei, um irgendwie was zu erreichen in Hollywood. Ja. So ungefähr. Und das Ding ist auch, und da will ich das überhaupt auch da wieder nicht kleinreden, dass es das auch gibt, irgendwie so Vergewaltigung und sowas. Aber wenn die Frauen von sich aus sagen, hier, ne, ich tu dir jetzt mal einen sexuellen Gefallen, damit du mich hier irgendwie pushst oder so, dass dann bestimmt da auch welche dabei sind, die dann im Nachhinein sagen, es war Vergewaltigung oder so. Das hast du immer. Und das ist ja auch ein bisschen tricky so. So, und das, da muss man einfach auf gute Richter hoffen. Da, es gibt natürlich gar keine Ja, wenn keiner Meinung. Dabei ist, so, ne? Und erst recht, wenn er irgendwie Jahrzehnte her ist. Dann musst du weder als Mann noch als Frau, dann musst du einfach einen guten Richter haben, wenn du derjenige bist, der Recht hat, unabhängig von irgendeinem Geschlecht. Also, wenn die Frau natürlich vergewaltigt wurde, da kann genauso der Mann sagen, die wollte das und umgekehrt. Ne? Ist richtig. Das also, ist da halt, kommt man auf jeden Fall nicht zu einem. Es ist ein bisschen tricky Sache. Auf jeden Fall finde ich das dumm, dass so eine Hexenjagd gemacht wird. Außerdem finde ich dumm, dass. Der Typ jetzt keine Karriere mehr hat, obwohl es erstmal nur Anschuldigungen sind. Wie gesagt, ja. Wenn er Scheiße gebaut hat und verurteilt wird von mir aus, also dann ist er halt ein Arsch so, hat Scheiße gebaut und dann soll er dafür büßen. Aber solange das nicht bestätigt ist, ist das totaler Schwachsinn, dass sich alle jetzt hier über ihn zerreißen. Das ist aber das Gute ist, vielleicht können wir ihm ja mal eine E-Mail schreiben, da macht er bei uns mit. Ja, stimmt. Wenn er jetzt keine Karriere mehr in House of Cards hat. Vielleicht fährt er mit uns nach Rom. Mhm, zum Beispiel. Ja. Aber was ist, wenn das wirklich so einer ist, der sich an irgendwelche Frauen ranmacht? Männer, wenn dann. Oder Männer. Ja, dann ist ja dein Gefühl. Ist ja dein gutes Gefühl, was du dann hast. Ja, gut. Nicht seins. Also, Leute, was für mich damit zusammenhängt, darauf will ich ja eigentlich hinaus. Oder warte, ich führe es noch ganz kurz zu Ende aus, weil Harvey Weinstein steht über allen drüber. Dann Kevin Spacey, es wurden noch ein paar andere Namen genannt, die halt nicht so bekannt sind, die auch ich selber nicht kenne, die dann hier und da mal irgendwie. Und das ist halt noch die Sache, die da dran hängt: Quentin Tarantenten. Mhm. Dass der ein Kumpel. Ist ein Film, Mann. Der muss Wüstenfilme machen. Wüstenfilme? Ja. Was ist denn ein Wüstenfilm von dem? Das Genre Wüstenfilm. Nee, gar nicht, oder? Ja, klar, macht er nicht diese Wüstenfilme? Django vielleicht. Ist das aber Wüste? Ja, siehst du, Wüstenfilme. Ja, das ist aber gar nicht so sein bekanntester. Pulp Fiction schon mal geguckt? Ich habe nur das T-Shirt davon, glaube ich. Ja, der Herodes ist so ein richtiger Filmfreak. Naja. Das ist immer sweet. Nee, ja, vor der allem, war halt... Ich bin also wirklich so, also, Entschuldigung. Ja? Also ich war halt seit langem mal wieder im Kino mit dem Kumpel. Ja. Hab mich auch nicht vor. In welchem Film warst du? Naja, denn? Ich habe mich halt nicht informiert, in welchem Film er geht und dachte so, ach, ist mal gut, gehst mal wieder ins Kino, ist ja dein Kumpel, machst mal wieder was mit ihm. Wo sind wir reingegangen? Fuck you, Goethe 3, Alter. Das war so grausam. Nice. Aber ich habe vorhin Long Island Iced Tea getrunken und da ging's. Also Fuck you, Goethe 1 habe ich tatsächlich gesehen. Hätte ich das gemacht, hätte ich 3 nicht geguckt. Wärst du dann noch vor der Premiere los aus dem Kino raus oder was? Weiß ich nicht. Ich hätte an dem Punkt, wo er gesagt hat, wir gucken das jetzt, hätte ich gesagt, oh, das ist aber scheiße. Aber das ist mit dem hübschen Elias Mbarek. Ja, das ist schon hübscher, aber es nützt ja nichts, wenn der sonst Ritze ist. Ich kann mir auch einfach ein Foto von ihm angucken, weißt du, da brauche ich ja nicht ins Kino gehen. Also, mir wurde gesagt, hast du den komplett gesehen, auch aufmerksam? Oder 3?
Ja. Also du könntest jetzt auch darüber sprechen. Theoretisch, ja. Also ich habe mitgekriegt, dass mitten im Film dann doch eine relativ diepe Message oder war so dabei, eine traurige, ja, die dann aber überhaupt nicht reinpasst, weil der Rest übelst lächerlich ist. Ja. Und dass irgendwie so ein Mobbing-Opfer von einem Dach springen will. Ja, das und dann, ist aber eher so ein Nebending. Ja, eben, aber dass das ja eigentlich auch dann wieder ernst ist, aber dann kommt halt I believe I can fly und auch das passt voll gar nicht und so. Ja, also da, die versuchen auf jeden Fall eine Message reinzubringen und das ist auch eine gute Message, aber ne, es ist halt der Film, der es ist. Gut. Ganz klar. Schiller ist ja eh viel cooler. Gibt's das auch? Fuck you, Schiller? Ja. Gibt's nicht. Wollen wir es machen? Nee. Also ich fand Schiller nicht so gut, weil der ist an einer zerfletterten Lunge gestorben. Ja, das ist ja ein Opfer. Das ist halt, Alter, ein bisschen lame. Das ist super lame. Und ich finde Faust auch geiler als Räuber. Aber Goethe war der Womanizer. Genau. Und der Bürgermeister. Aber pass mal auf, Goethe hat irgendwie doppelt so lange gelebt und hat, ja, guck mal, was Schiller in der Zeit geschafft hat. Und was Goethe in seiner doppelten Zeit geschafft hat. Ich mag Goethe mehr. Gut, genau, also Quentin Tarantino war bester Freund von Harvey Weinstein. Und das ist halt diese Sache, dass die Leute das alle irgendwie wussten, dass da so Machenschaften abgehen. Machenschaften in Form von... Der also bei Harvey Weinstein Seite. Ist es halt schon ziemlich bestätigt. So Harvey Weinstein ist der Schwule, nee. Der Produzent. Das ist der mag große. Frauen. Der mag Frauen tatsächlich. Okay, der hat eine Frau in die Seite gezwickt. In die was? In die Seite. In die Seite, ja, mit seinem Schnullier. Auf jeden Fall eine Machenschaft. Hat er Vergewaltigung also, verübt. Ich glaube, auch da gibt es noch keine Verurteilungen, aber da ist es halt irgendwie mehr oder weniger bestätigt, weil das eh alle immer wussten und so, dass er da so... Aber klar, im Endeffekt, also da sind es halt auch irgendwie 100 Anschuldigungen oder so. Hat er es gegen den Willen der Frau mit ihnen getrieben? Demnach ja. Okay, das muss nicht sein. das war jetzt unnötig, ne? Das hätte nicht sein müssen. Gut, und ja, wie gesagt, Leute haben das halt gewusst. Und inwiefern verurteilt man das jetzt, dass die das nicht gesagt haben? Oder dass, weißt du, dass die es geduldet haben? Dieses Ding. Weil ich es jetzt nicht anders formulieren kann, sage ich mal, steckst du nicht drin. Ja, that's what, ja. Also ich weiß nicht, ich wurde noch nicht vergewaltigt, aber vielleicht ist man da auch gar nicht irgendwie in der Stimmung, sofort zu Bolaritis zu gehen, aber erst wenn man merkt, dass man mehr gemacht. Ich meine nicht die Opfer, sondern die das mitgekriegt haben, dass es passiert ist, ja, befreundete, ja, Produzenten, Regisseure und ach, so. Sag bloß, die halt es ist so, dass sie sich jetzt empören, aber das vorher schon wussten, sich vorher noch nicht empört haben. Naja, so teilweise ja. Okay. Ja, so ungefähr. Aber da merkt man doch, dass es alles ziemlich unehrlich ist. Ja, na, das steht ja fest. Also, aber das ist ja, also es gibt ja auch hier in England gab es doch irgendwie im Parlament so einen riesen Pädophilenring oder so. Wow. Wusste es gar nicht. Hab ich das ist aber auch ist das viele Jahre, glaube ich, her, dass das mal aufgeflogen ist. Ich will jetzt auch keine Halbwahrheiten hier herauspusten. Keinen Namen nennen. Also es gab es ja schon öfter mal, dass irgendwo so Ringe waren und das kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendwie dann keiner mitkriegt, wenn das so ein groß organisiertes Ding ist. Aber wie auch immer, das eigentliche hauptsächlich Dinge, worauf ich hinaus will, weil das verstehe ich nicht, wie man das nicht schaffen kann, ist dieses die Kunst vom Künstler zu trennen. Weil jetzt geht's nämlich, oh, der Kevin Spacey, der ist so ein richtiger Perverser. Oh, die Filme kann ich mir nicht mehr angucken von dem, Alter. Oh, widerlich, scheiße. Und das kann ich null nachvollziehen. Mhm. Vielleicht bin ich da auch irgendwie zu, weiß ich nicht. Dann nimmst du auch gerne dieses Beispiel dieses von Hitler. Hitlers hübschen Bilder hin, ja. Hitlers hübsche Bilder. Überschrift für diesen Teil des Podcasts. Ja, so. Und ich weiß nicht. Ich führe es mal aus, er sagt, die Bilder sind hübsch, auch wenn Hitler nicht ganz, also nicht immer ganz gewissenhaft gehandelt hat. Ja. Aber das mit den Autobahnen, das war toll. Die waren auch scheiße, die jetzt sind viel besser. Ja, das stimmt. Die haben voll geholpert damals. Also, raff ich gar nicht, aber ich glaube, da können wir gar nicht diskutieren, weil wir uns da total einer Meinung sind. Weil, was ist das? Ich kann die Filme nicht mehr gucken. Der hat ja mal so einen Typen angefasst. Der wollte das nicht. Also gut, das klingt jetzt wieder, als will ich die Tata irgendwie schlecht machen. Nö, also man versteht auf jeden Fall deinen Punkt. Ja, ich kann mir halt auch von irgendeinem Massenmörder, wenn der irgendwie gute Lieder macht, okay, das ist immer wieder fast bei diesem Hitler-Ding, aber es ist halt so. Und da wollte ich nämlich vor 3 Folgen oder so mal drauf hinaus, da habe ich mal Rise Against erwähnt als irgendwas, da hatten wir es gerade von Rechtsrock oder so. Ich glaube, da haben wir irgendwie über Lanza geredet. Und da habe ich erzählt, ja, hier Rise Against und so. Und da hat nämlich einer kommentiert, ja, aber Rise Against ist doch kein Rechtsrock. Und das lag nur daran, Kollege, dass ich den Gedanken nicht ausgeführt habe. Denn, passt auf, alle Mitglieder bei Rise Against sind Vegetarier und die Hälfte von denen sind sogar Veganer. So, und man muss aber nicht irgendwie, und also das steckt dann halt auch in den Liedern drin, so Messages, bla. Mhm. Und man kann die Lieder aber auch feiern, wenn man irgendwie jeden Tag einen Spanferkel frisst. Einfach nur, weil man die Musik geil findet. So, man muss ja nicht sich mit der Person identifizieren,
um irgendwie die Kunst dahinter gut finden zu können. Ja, aber das im Endeffekt, wenn es natürlich darum geht, ein Album von diesen House of Cards Menschen zu kaufen, ja, man möchte nicht, dass er Geld verdient, dann sollte man es auch nicht kaufen. Das ist ein anderes Thema, aber die Sachen, die er bereits gemacht hat, und da wird er wahrscheinlich auch kein Geld mehr für dieses Haus kriegen. Dann kann man sich das doch, dann schränken, dann macht, bestraft man sich doch selbst, wenn man sagt, ich gucke das nie wieder. Ja, das ist einfach, einfach dumm. Das ist ja, denke ich mal, so ein allgemeines Brett vor Köpfen der mancher Menschen, das jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun hat. So wie ich es mitgekriegt habe, sind da schon ziemlich viele, die sagen, hier, verteidige es nicht. Aber das sind diese Internetleute, die du dir immer durchliest, auf diesen Reddit. Die sind manchmal ein bisschen dumm, habe ich das Gefühl. Hey. Also die sind oft dumm. Nein. Das habe ich nicht nur das Gefühl, also das kriege ich mit. Okay. Noch mehr dumme Menschen, von denen du berichten kannst. Du hast neulich so einen Hass gehabt, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich gerade Hass habe. Was meinst du? Nee, auf die Sprünge. Oder lieber nicht, dass irgendwas Dummes ist. Nee, so, du wolltest doch vorhin neulich zu Hause sitzen und Studenten hassen. Studenten hassen? Ach, um Himmels Willen. Ich meine diese Leute mit den komischen Mützen. Ah, okay. Was für Mützen? Den komischen. Ja, erzähl doch mal. Ist doch jetzt egal. Ach so. Okay, ist das unangenehm? Ich wüsste nicht, was ich darüber sagen sollte. Das war witzig. Mützen, die nicht über die Ohren gehen, ist doch super witzig. Erzähl das doch. Ich habe doch keinen Hass gegen diese Leute. Ja, aber ich finde es nur komisch, wenn man im Winter und im Sommer sich diese Mützen aufsetzt, die nicht über die Ohren gehen. Für mich ist eine Mütze dafür da, dass sie die Ohren wärmt. Zack, das ist alles. Aber das sitze ich doch jetzt nicht zu Hause und hasse die. Aber da könnte man auch ein Stirnband nehmen, wenn es nur um die Ohren geht. Um Himmels Willen, ja, das könnte man tun, wenn man das geil findet. Okay, gut. Also, haben wir das abgearbeitet. Danke für diese Moderation. Was wir nicht getan haben in dieser tollen Folge ist, wir haben jetzt hier die 9. Ausgabe des... Ich weiß nicht, was ich mit 9 gemacht habe. Können wir das überspringen? Nein, was ist mit dem Alter 9 los? Was ging bei dir? Weiß ich nicht mehr. Also ich habe da gerade angefangen, in so ein Haus reinzugehen und... Das ist witzig, weil das habe ich bei dem 8. Lebensjahr schon gesagt. In ein Haus reinzugehen? Ins Rosenhaus da. Mit 9 weißt du nicht, 9 klingelt nichts bei dir. Bei dir? Nee, bei 10 kann ich dann, glaube ich, mehr berichten. Also da habe ich, glaube ich, mit 9 habe ich, glaube ich, angefangen, Anno 1602 zu spielen. Aha, nice. Da habe ich viel Hütten im Wald gebaut. Ach, springen wir gleich zum 10. Lebensjahr. Mit 10. Was sollen wir in der nächsten Folge machen? Als ich 10 war. Ja, da wir machen das wie Windows, nur anders, wir skippen die 10. Ja, wir machen sie doppelt, oder was? Nee, wir skippen die. Wir machen das. Ach so, Windows hat die 10 ja gar nicht geskippt. Windows hat die 10, aber die 9 geskippt. Ja. 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 Wir machen das anders. Gut. Also, mit 10 war nämlich World Trade Center bei mir. Mhm. Aha. Und ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Ich bin am nächsten Morgen in die Schule gekommen und alle Kinder so, ey, hast du das gesehen mit den Flugzeugen? Und ich so, ja, no, hab ich gesehen. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich habe gedacht, irgendwie eine Flugshow am Himmel gestern Abend, ne? Irgendwas geile Loopings geflogen oder so. Und alle übelst Depri. Und ich so, hey, was ist denn hier los? Ich hab's überhaupt nicht verstanden. So. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren. Ja, ihr habt es ja bestimmt alle gestern mitgekriegt, ne? Mit den Flugzeugen. Wir reden da jetzt mal drüber. Und ich so, ach du Scheiße. Es hat sich angefühlt, wie ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht. Und alle fangen an zu erzählen. Ja, und ich war gerade mit meinen Eltern da in der Stube. Und da haben wir geguckt. Und das, wir konnten es überhaupt nicht fassen, ey. Und dann, als das zweite Flugzeug kam. Und ich so, what the fuck, was ist denn los, ey? Und dann erst irgendwie nach einer Stunde oder so hat sich so langsam zusammengesetzt. Und dann dachte ich noch, es ist in Deutschland. Ich habe nichts gewusst so. Und dann bin ich erstmal nach Hause und habe dann erstmal meine Eltern gefragt, was denn so mit den Flugzeugen los war. Und dann nach und nach hat sich da was zusammengesetzt. Das war mein... Das war 2001, also war ich in der ersten Klasse, September, gerade frisch in die Schule gekommen. Ein Monat da gewesen. Das ist so eine Zeit, die habe ich komplett verträumt. Also ich kann dir nicht sagen, was ich wirklich zum 11. September war und wie das in der Schule gegengesprochen wurde. Es wurde, glaube ich, angesprochen und ich habe darüber nachgedacht, wie man reagieren sollte, wenn ein Flugzeug auf das eigene Haus mal zuhält. Dann habe ich natürlich überlegt, dass das irgendwie blöd ist, weil das eigene Haus ist ein bisschen kleiner. Mhm. Dennoch, das war so eine Sache, die ich mir überlegt habe. Keller war eine Option. Geschickt abrollen. Geschickt ab unter dem Türrahmen verstecken, unter dem Tisch verstecken. Ich glaube auch, dass Kerosin nie im Leben Hauswände schmelzen kann. Das ist alles fake. Fake NG. Aber was ich mit 9 gemacht habe, und da war ich dritte, klar. Also wie gesagt, im Waldhäuser gebaut. Da hat man gerade viel Heimat und Sachkunde in der Schule.
Aber das ist nicht sonderlich krass. So. Ich kann mich auch fast nicht erinnern. Aber ich finde deine Geschichte besser als meine. Ja, aber die war leider mit 10. Bei 9 kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Nee. Gut, aber war ja gute Sektion gewesen jetzt eben. Gut, die Margarete hat mir vorhin was geschickt. Michel und Michelle heißt das Ganze. Und da heißt es hier, bewerbt euch, 2 Minuten Video, warum ihr der tolle Michel seid. Und bewerbt euch, warum ihr die tolle Michelle seid. Übrigens auch wieder sexistisch, weil es wird dann zuerst von denen, glaube ich, eine Michelle gewählt. Und die Michelle sucht dann aus 3 Leuten ihren Michel aus. Mhm. So. Und wenn man das hinkriegt, dann bekommt man eine Spiegelreflexkamera geschenkt und ein Notebook. Und ist von Anfang Dezember bis Ende April unterwegs. In Brasilien und in Wien. Und dann steht da noch, und ihr nehmt an 4 weiteren Events teil. Oder so. Du wärst gern der Michel? Ich weiß es noch nicht, ob ich gern der Michel wäre. Probier's. Ich werde es, denke ich mal, auf jeden Fall probieren. Nee, also jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, ich war völlig überqualifiziert, was das angeht. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ich habe es nur mobil gesehen. Das ist irgendwie so eine dreckige Michel-Seite. Ja, was ist denn der Michel? Gibt es nicht hier irgendwie... Kölner Michel, nee, warte mal, warte, ich komme drauf, in irgendeiner Stadt, da Münchner Michel. Es gibt einen Holzmichel. Nee, es gibt in irgendeiner Stadt hat einen Michel. Lönneberger. Nee, den meine ich nicht. Pass auf, es gibt hier, ach, jetzt bin ich wieder hier, ne, der Durchgepeitschte, der keine Ahnung hat. Der Hamburger Michel. Doch, das ist es, der Hamburger Michel. Ich weiß nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Ich denke, ein Gebäude oder ein Platz oder so ein Zeug. Haben jetzt auch gerade irgendwie... Der Hamburger Michel. Auf dem Schirm. Wie dem auch sei, also auf Reisen habe ich ja Bock. Aber da steht halt nichts weiter. So, weißt du, ich weiß nicht, ob du da im Endeffekt irgendwie jeden Tag 8 Stunden hier, ich stehe auf der Straße rum und laber Zivilisten an und sammle Unterschriften oder so einen Scheiß machst. Voraussetzung war noch irgendwie, dass du lustige Posts machst. Ja, du bist... Ich bin super witzig. Du postest immer sehr viral. Wie gesagt, überqualifiziert. Die Leute werden mit den Ohren schlackern, wenn ich da mal ein Video einsende. Das ist so ein Kirchturm, oder? Ja, stimmt. Das kann sein. Kirche, Kirchturm. Nice. Aber ich glaube, um den geht's nicht. Die Facebook-Seite heißt so. Also dieser Post war von gestern und hatte 3 Likes. Mhm. Das heißt nicht viel. Also die Viralität geht anders. Da bin ich auch... Wir viraler als die. Richtig. Nostra Forz ist viraler als die. Ja gut, vielleicht hätten die noch zuschreiben müssen, dass es viral ist. So. Richtig einen abmicheln, ist das was für dich? Mach das. Brasilien klingt danach um dir. Da musst du drei Wochen keine Miete zahlen. Da treffe ich Lisa Marie. Aber ja. Da muss ich nur keine Miete zahlen, wenn hier jemand... die sind Argentinien. Na hier, Halloween. Okay. Aber der Argentinien ist die, nicht Brasilien. Okay, ist ja nebeneinander. Ja, kann man ja, ist in der Nachbarn, kann man mal aus dem Fenster winken. Kann man ja mal rüber spucken. Ja. Na sie ja, fängt's auf. Oh Gott, oh Gott. Warum sollte sie das tun? Ist egal. Okay. Ja. Weitererzählen. Gut, ja, genau, das wollte ich einfach noch investigativ untersuchen, um was es da genau geht. Selbiges hat dir das die gute Anna Zartbitterschokolade geschickt mit Tatort also, in Weimar. Zu meinem Unmut hat mir Anna überhaupt nichts geschickt. Soll ich das mal weiterleiten, dass du dich auch mal bewirbst? Was denn? Als Regieassistent Praktikum einen Monat lang für 520 Euro Tatort Weimar. Nee. Nora Tschirner. Ich hab mit den Leuten vom Tatort nichts zu tun und ich will mit denen auch nichts zu tun haben. Willst nichts zu tun haben? Warum? Weil die für eine Firma arbeiten, die ich scheiße finde. Welche? ADZDF. Ah, okay. Warum findest du die scheiße? Weil die mit einer Firma zusammenarbeiten, die dafür verantwortlich ist, dass ein Kumpel von mir 2,5 Wochen im Knast saß. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Finde ich nicht so nett. Gut. Ja gut, dann halt nicht. Aber Nora Tschirner hat Lara Croft synchronisiert. Mir ist Nora Tschirner furchtbar egal. Du bist übrigens viel weiter weg vom Mike. Ja. Also Michel, werde ich auf jeden Fall mal hinschreiben. Das versteht wieder keiner. Witzig. Ja. Die 2 Hanseln, die es verstehen, liebe Grüße gehen raus. Ja. Ja, werde ich mich bewerben. Wollte ich nur mal einwerfen. Also, wenn ich da angenommen werde, ist jetzt super witzig für dich. Ja, alles. Ich würde mir jetzt gerade ganz gerne die Pulsader aufschleiden, längs der Quere. Ja, da, ja. Gut, damit man auch stirbt. Ja, erzähl weiter jetzt. Ja, also, es kann sein, Leute,
wenn das denn was wird und wenn das auch geil ist und nicht irgendein Scheiß, wo sie irgendwelche Leute verheizen, dass ich dann ein paar Monate nicht da bin. Genau das. Soll ich dann den Kanal übernehmen? Ja, du lädst dann daher Rudes Talk hoch. Ja, doch, auf, na, Alter. Wer den Witz nicht versteht, Herr Rudes Talk ist ein ganz altes Format auf Nostiger Furz. Was hast du da immer gemacht? Erzähl mal dein Konzept. Ich hab mich eine Minute vor die Kamera gestellt und habe mich im Zimmer umgeguckt, was da für Gegenstände rumliegen und darüber erzählt. Na, was denn sonst? Hey, aber... Hier, ich habe heute Waldler getrunken, schmeckt nach Krankheit. Hier, das Spiel habe ich vorhin durchgezockt, Ende. Es war ein Erfolgsformat. Die Leute wollten immer mehr. Und dann Staffelfinale. Wen hattest du als Stargast bei dir? Meine Schwester. Captain. Kurventraum. Ja. Ah, ich hatte am 20. meine Schwester dabei. Weil, Fun Fact, da war so eine Schlagsahne bei ihm zu Hause, die irgendwie schon so ein bisschen schwarz war im Deckel. Irgendwie war das eigenartig. Und dann kam Captain Kurventraum. Guckt euch Herodes Talk Folge 10 an. Bestimmt, wie viele Aufrufe hatte das damals? 200 oder so? Nehmt es jetzt mal gescheit runter. Was? Wollen wir darüber jetzt mal reden eigentlich, ohne Namen zu nennen? Okay. Also, was hältst du jetzt davon? Also, es gibt ein Nostra Feedback, das es jetzt nicht mehr gibt. Offiziell nicht? Es wurde gescheit runtergenommen. Ja. Damit er sicher nicht mehr gesehen wird. Ja. Darin kam ein Akteur vor, über den wir jetzt auch auf keinen Fall schon die letzten zwei Podcasts geredet haben. Den macht man, wenn man was sagt, was zu einem Thema passt, okay, als Wort. Und der ist jetzt irgendwie dagegen, dass der da drin ist, weil der irgendwie da nicht so geil bei weggekommen ist. Naja, auf jeden Fall ist das Video jetzt runtergenommen, weil Robin richtig schwach ist. Na, hallo. Sich von so, sich es beeinflussen allem, lässt. Es ist nicht runtergenommen. Nicht, es ist nur gescheit auf privat gestellt. Ja. Okay. Ein Zweig, ja. Sofa. Also das Ding ist ja wie folgt. Wenn man in einem Video, hören jetzt auf, in Rätseln zu reden. Wenn man in einem Video mitmacht und das dann im Nachhinein nicht mehr so geil findet, ist dann schade. So, weil man hat ja bereits mitgemacht. Ja. Und man ist, man ja quasi eingewilligt. Freien Willen, exakt. Freien Willens in diesem Video drin. Und das Ding ist, ich finde es auch null schlimm, dass dieses Video existiert. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wie da irgendwie jemand ist oder dass er da ist oder sonst irgendwas. Aber es kann natürlich immer sein, dass man im Nachhinein sagt, hier, nee, kein Bock mehr. Aber es ist dann schade, weil es ist halt ein Kunstwerk. Und es ist der Grund für viele lustige Witze. Ja. Und gar nicht mal unbedingt auf Kosten von irgendjemandem, sondern einfach... Im Rahmen dieser Show, die wir gerade machen, schon hart, finde ich. Okay, ja, sorry dafür. War jetzt auf jeden Fall nicht meine Intention. Ich meine eher, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie in Jackass oder in irgendeiner Komödie einen Witz siehst und den dann so witzig findest, dass du den dann ins Tausendfache übertreibst und immer wieder aufgreifst, machst du dir, also dann hat das ja mit dem ursprünglichen Witz nicht mehr viel zu tun. Oder so. Okay. Oder, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jo, scheppert dich um, dann mache ich mich nicht lustig über die Mutter von Felix, die da irgendwie unten liegt, weil es ist übelst scheiße. Die arme Frau liegt da auf dem Boden und heult und hat Schmerzen und so, aber darüber mache ich mich ja nicht lustig. Ja, stimmt. Ich mache mich eher lustig, weil das ist halt witzig. Ja, wenn jetzt kommen wir, den machen wir gescheit alle Videos raus, wenn du das sagst, dann wäre das aber, würdest du auch nicht sagen, ja. Ja, weil's, eben. Hast du gerade gepubert? Nee, hab ich nicht. Ja, dann habe ich es gehört. Ja, habe ich aber nicht. Okay. So. Jo, also diese eine Person, aber die haben wir auch nie wieder gesehen. Dann ist okay. Nein, meine Fresse. Also ich finde es halt echt nicht so schlimm. Da halt nicht so empfindlich sein. Oder? Naja, ich habe auch einige Videos, wo ich bis heute darauf angesprochen werde, wo ich eigentlich so denke, ach, von der Person würde ich jetzt nicht auf dieses Video gern angesprochen werden. Aber ich lasse sie trotzdem drin, weil ich es arm finde, dass die Sachen, die man gemacht hat, dann nicht mehr zu stehen. Das und ist ja ein Schwanz Teil, einzuziehen, Teil ja von dir. So. Und vor allem ist es ja auch lange her. So. Und andernfalls... Finde ich das jetzt, also wenn du zum Beispiel den Watchdog-Song meinst, finde ich halt null schlimm so. Ja. Weil du hast den ja auch damals noch, also du hast ihn ja nicht ernst gemeint. Ja, aber ich wünschte halt, dass wenn Leute mich noch nicht so gut kennen, dass sie wissen, dass ich das nicht ernst meine, dass du mich vielleicht in diesem frühen Stadium des Kennenlernens, selbst wenn ich, sogar wenn ich, also gerade wenn ich Interesse an den habe, nicht dieses Bild in dieses Kennenlernen mit einfließt, aber ich muss damit mich abfinden. Das ist jetzt kein schlimmes Thema, ich gehe da gerade viel zu sehr drauf ein, aber so ist ein bisschen das Gefühl. Also ich fände das auf der anderen Seite echt ganz cool so als Outsourcen. Also jemand, der irgendwie das nicht versteht. Ich meine,
die Grafik wird ein Grafikschmaus. Wenn man irgendwie nicht versteht, dass das vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist, dann will man vielleicht auch mit der Person gar nicht mehr so viel zu tun haben, oder? Aber wenn man naive Leute eigentlich mag. Na gut, das sind Dilemma. Das ist, sind die Schafe. Lammschaf. Lammschaf. Das Lamm wird zum Schaf, oder? Bei hier unserem Feuerwehrmann Koch, warum ich gerade Feuerwehrmann gesagt hat. Ach, weil heute. Nee, ich komme bei Kalb und Lamm immer durcheinander. Wir haben vorhin Schaf gesagt, hast du gesagt Lamm. Nee, das ist aber ein, das ich war ein Gag von Achim. Genau, da Fernsehkoch. Nee, aber ich habe Schaf gesagt und er hat Lamm. Ne? So, so war es im Original. Gut, gut. Vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, das waren meine Themen. Das waren alle deine Themen? Ja, willst du noch ein bisschen ranten? 1, 2, Sofa, wir haben noch 24 Minuten. Shit. 25 sogar, wir haben ja nicht sofort angefangen. Wie dem auch sei, ich habe natürlich noch hier richtig Portfolio am Start, pass mal auf. In den Trends sind gerade ganz viele tolle Videos, die irgendwelche Scam-Seiten promoten. Du bist schon wieder auf Handy unterwegs, bist du dumm? Muss ich das jetzt zuhören? Ich kann mir den Podcast auch später anhören und mir anhören, was du da gesagt hast. Ich muss mich da jetzt nicht konzentrieren. Okay, mach mal, pass auf. Ich mache jetzt einen 24 Minuten Monolog, lass aber Pausen dabei und den spielen wir dann das nächste Mal ab und dann musst du mit mir reden. Ich wäre dafür, dass ich in den Pausen immer mache. Nee, ist nicht. Also, in den Trends haben sich Leute eingekauft oder reingehackt oder sonst irgendwas. Also, du weißt, die Trends ist das, wo wir immer drin sind. Die Trends ist das, wo ich immer nicht draufklicke. Das ist witzig, weil letztens hat mich YouTube gefragt, warum ich nicht auf die Trends klicke. Echt? Ja, dann durfte ich so einen Fragebogen ausfüllen. Ich habe auf Sonstiges geklickt und dann dieses Kästchen nicht ausgefüllt. Nee. Du alter Rebell. Wow. Hart. Ja, nice. Gut, dann willst du nicht über die Trends reden. Mach jetzt. Ja, das ist auch nicht so spannend. Sind halt jetzt irgendwelche... Tschüss. Jetzt geht er. Jetzt habt ihr es geschafft, Leute. Jetzt habt ihr es geschafft. Also in den Trends sind gerade Videos, die Scam promoten. Was ist das? Naja, so Betrugscheiß halt. Hier, geht auf die Seite, tragt eure Namen ein und dann kriegt ihr ein Bonbon, kleine Kids. Na, was geht? Ein Bonbon. Da kann man über das Internet ein Bonbon bekommen? Ja. Das mache ich. Ja? Warte, guck mal in die Trends. Kannst du mal machen. Aber da muss ja YouTube sich zwischenschalten. Sich gegenschalten. Und sagen, nee, hier ist nicht, wir sind das Bonbon-Monopol oder was sagen die da? Die sagen dann, die finden das nicht so cool, dass ihr unsere Seite zum Betrügen nutzt. Ja, machen sie aber nicht, weil das läuft jetzt schon ein paar Tage tatsächlich. Und die Frage ist, haben die sich da jetzt eingekauft in irgendeiner Form oder haben sie tatsächlich das System gehackt, verstanden, wie der Algorithmus funktioniert? Weil an sich... So, Robin, du hast mir vorhin ein Video geschickt, wo du meinst, du hast verstanden, was hieß, YouTube-Algorithmus ist ein neuronales Netz, das kann man nicht verstehen. Mist. Das habe ich verstehen gesagt. Und das ist schlimm. Es geht doch nur darum, haben sie sich da reingekauft? Jetzt habe ich gerade just eine Idee. Justus. Naja, klar. Wir laden einfach jede Menge Videos mit verschiedensten Parametern hoch und gucken, welches viral geht. Welches am viralsten geht, speisen das in neuronales Netz ein und jagen einfach ein neuronales Netz auf das neuronale Netz, sodass wir eins haben, das wir auch nicht verstehen. Und die kämpfen dann. Die kämpfen dann. Ich bin da nicht so drin in der Informatik. Du musst mir das immer ein bisschen erklären. Kriegt dann jeder ein Schwert und dann geht's los. Irgendwann haben wir Google übernommen. Nein. Aber das ist ja wirklich eigentlich, müsste das gehen. Ich überlege gerade, man müsste als Inputs... ein Programm, was rausfindet, wie das andere funktioniert. Ein Programm, das... Ich gebe dem Programm so ein paar Informationen, was für ein Video ich habe. Wie ungefähr die Beschreibung ist, oder nee, ich gebe mir einfach die Beschreibung als Info, wie ungefähr, von was das Video handelt und wie erfolgreich es wird. Und das macht man dann mit 30.000 Videos und hat ein neuronales Netz, das weiß, welche Art von Videos wird erfolgreich mit dem YouTube-Algorithmus. Das heißt, man lässt ein neuronales Netz mit den Daten eines neuronalen Netz lernen und dann kämpfen die gegeneinander. Und dann ficken sie. Ich finde das eigentlich interessant. Ich denke da mal drüber nach. Ja, aber ist das nicht das Gleiche wie ein Algorithmus, der Witze schreibt? Dass du ein paar Sachen einfach nicht so erfassen kannst? Also jetzt zum Beispiel ein Thumbnail. Klar kannst du irgendwie einzelne Pixel erfassen, aber was genau jetzt da gezeigt wird, rafft das so ein Algorithmus? Also der sitzt jetzt nicht oder? Da und sagt, ah, Titten. Sowas macht ein Computer nicht. Also
Da werden wirklich nur auf eine bestimmte Art und Weise Zahlen durch die Gegend geschickt. Der sagt dann, 1110. Nein. Nein, auch nicht. Nein, das ist einfach nur so ein mikroskopisch kleiner Riegel, der hoch und runter geht. Und zwar Milliarden davon. Das ist eigentlich, was ein Computer so macht. Ich glaube nicht, dass der A sagt. Sonst würde er nämlich A sagen. Das macht er ja nicht. Aber mein Computer, hast du den mal gehört? Das klingt so ähnlich, was der immer macht. Wie damals. Ich habe hier so Oldschool-Feeling. Damals noch mit dem Router hier. So macht mein PC. Ja, aber es gibt, ich glaube, es hat mir jemand ein neuronales Netz mit Songs von Bach gefüttert. Und das sollte dann Songs schreiben, hat nicht geklappt. Jedenfalls nicht gut. Es hat ein bisschen harmonisch geklungen, aber absolut kacke. Ist das schon ein bisschen her? Ist schon ein bisschen her. Ist das dann ein altonales Netz? Ja. Ja. Okay, gut. Nee, aber ich finde das schon ganz spannend. Ich finde es schade, dass dann halt so ein Scheiß irgendwie die Trends gehackt oder verstanden oder gekauft oder irgendwas hat. Es wäre witziger gewesen, wenn es irgendwie, weißt du, Junge frisst Scheiße oder so. Und das dann tagelang auf dem Trends Platz 1 ist. Das mit einem Jungen, der wirklich Scheiße frisst? Gibt es bestimmt. Also das Internet, wenn es mir eins berichtet hat, dann es gibt nichts, was es nicht gibt. Hast du so Schocker-Videos schon ein paar angeguckt? Auf dieser Seite, über die man nicht spricht? Oder spricht man dann zwischendrüber? Wie heißt die? Voldemort oder so? Oh Gott, alle, die wissen, was ich meine, werden jetzt furchtbar lachen. Ich denn? Ja, das ist so. Hä? Na, er macht gerade so eine Geste. Das muss ich rausschneiden. Kleiner gleich Unterstrich. Ach, egal. Nee, das will ich jetzt wissen, auf so einer Seite, über die man nicht spricht. Ja, auf jeden Fall, Schocker-Videos kenne ich. Hast du dir ein paar angeguckt? Was hast du so gesehen? Also eins war der Klassiker, den ich immer gerne erzähle. Ich will jetzt wissen, was das für eine Seite ist. Alter, das hat vor allem er. Und dann sagt er immer, sag das doch seine. Hä? Das, dieses Bildforum, was er immer aufruft oder was? Warte, ich hoffe, das lässt sich über Google immer nicht finden. Scheiße, ich will doch nur das Zeichen. Geh zum Pro. Aber das sagt man nicht. Jetzt sage ich es aber gerade. Ja. Gut. Und was war die Ursprungsfrage so? Dass da solche Sachen drauf landen. Aber das stimmt ja nicht, weil die Seite gibt es gar nicht. Auf jeden Fall, ich sitze in der Uni rechts neben mir, mein Kollege. Hat besagte vorne, Seite, die es nicht gibt, offen. Vorne schöne Vorlesung, ich will das hören, geht um Mathe. Und er so links, ey, guck dir das mal an, hier. Und ich so, Alter, warte mal kurz, der erklärt gerade was. Hier, guck doch mal. Und zeigt mir so ein Video, wo so ein Typ von einer U-Bahn überfahren wird. Nice. Der sich gerade irgendwie umbringt. Und so, oh, hier ist noch eins. Und dann von so einem, der... Gaping Asshole. Der auch sich gerade in der U-Bahn auf die Gleise legt, kommt einer und erzählt so, hier, komm wieder hoch. Und der will gerade hochkommen. That's what she said. Der will wieder hochkommen und wie er sich gerade diese Kante hochstützt, kommt halt die U-Bahn. Und der macht so Kreise. Und der macht so einen Propeller, genau. Ja, habe ich gesehen. Halt ist halt im Oberkörper so eingequetscht zwischen U-Bahn und, ja. Und flattert so alles rum. Habe ich auf Reddit gesehen, über die Seite darf man sprechen. Das ist richtig. Ja. Auf der Seite, über die man nicht sprechen darf, ist ein Beitrag, zwei Beiträge über Nosteraffen TV. Habe ich dir, glaube ich, schon erzählt. Aber okay. Ich erzähle es jetzt euch. Zwei Beiträge. Eins davon ist auch mit dir. Nee, beide sogar. Du bist in beiden zu sehen. Das Kamehameha und das Pokémon-Ding, glaube ich. Okay. Mit Rocco. Und unter dem einen hat einer drunter geschrieben, der mich augenscheinlich von früher kennt. Ja, hier ganz witzig. Aber wenn man den in echt kennt, dann weiß man, dass er ein richtig scheiße ist. So ungefähr. Ich habe es übertrieben, aber so. Und ich habe mir dann die nicht existente Seite von ihm durchgelesen und habe dann daraus ermittelt, wer er ist. Und tatsächlich gab es jetzt gar nicht so viele Leute in der Schule, die das irgendwie die Grund gehabt hätten, sowas zu sagen. Aber diese eine Person, würde ich sagen, hätte vielleicht schon eine gewisse Berechtigung dafür. Aber das war halt, ich sag mal, so gegenseitiges Ding. Wenn halt eine Person irgendwie dumm ist, dann bin ich da vielleicht auch mal. Also früher, ich meine, in der Schule habe ich da eh noch, war ich auf jeden Fall noch asozialer so, aber ich war jetzt nie irgendwie, ist ja aber egal, ich rechtfertige mich jetzt nicht mal in die Fresse, ey. Auf jeden Fall gab es eigentlich in meinen Gedanken so nur zwei Leute, die überhaupt in Frage gekommen wären. Und die eine Person war es dann tatsächlich. Und das ist witzig. Weil er hat zu mir nie was gesagt. So. Und in meiner Wahrnehmung hat es damit angefangen, dass die Person zuerst sehr seltsam oder komisch oder asozial war und ich dann halt, ja gut, wenn du so bist, dann warum soll ich irgendwie cool mit dir sein? Das ist eine, vor allem ist es witzig, das ist doch diese Person, die auch in der Grundstadt war.
Ja, zur Kirmes. Wir wollen es ja jetzt nicht noch spezifischer machen. Wo ich dir noch gesagt habe, den mit dem treffe ich mich, den kenne ich, um dich zu verarschen. Du warst ja. übelst panisch, ich habe mir das nur ausgedacht. Und das Witzige war, ich kannte den nämlich doch. Ja, aber ich kannte den Namen nicht. Und da war ich so ein Zielmarkt, übelst cool mit dem. Und Robin und so. Du weißt schon, dass er das jetzt ist. Und Robin so ein bisschen verschwiegen dann plötzlich. Und ich so, oh, aber ich glaube, ich mochte den. Ich weiß gerade nicht genau. Ja, also ich, keine Ahnung, ich müssen mich ja nicht alle mögen oder so. Ich fand es nur witzig, dass er da in sein Forum geht. Ja, übelst assi. Ja, spreche halt einfach mal aus. Nee, nichts ist. Der soll immer hier weiter sein. Ich deklariere es nicht genauer. Ja, so. Ja, das ist halt witzig, weil man dann über seine Seite so sieht, was für Porn er wie kommentiert und so. Oh, Backe. Sowas sieht man da alles. Und ja, das ist natürlich dann witzig. Das ist witzig. Und was ist es für Porn? Ich hoffe, kein illegaler. Nö, aber ja, ne? Nee, ich glaube, illegales gibt es da auch nicht. Auf der Seite, ich bin da echt nicht so drin. Stimmt, die Regel haben sie. Stimmt, stimmt, stimmt. Da hört doch Spaß auf. Naja, also ich meine, wenn man jetzt irgendwelche zerflatterte Gesichter sieht, dann könnte man auch das dort erwarten. Aber da sind sie ja drüber, das machen sie nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob Leichen von Kindern sind, glaube ich, auch in Ordnung. Ja. Und dann das auch nicht. Ist schon hart eigentlich. Naja, was heißt, also ich sage oder nicht, auch nicht Leichen, sondern auch Leute, die gerade sterben. So. Mhm. Ja. Ja. Auf jeden Fall ganz toll. Tolle Seite. Muss ich nicht haben, aber ja. Wie sind wir denn eigentlich da drauf gekommen? Ja, neuronales Netzwerk und so. Akkurat. Ja. Von neuronales Netzwerk komme ich auch aufs Splatterbilder. Genau, ich wollte wissen, was du für tolle Schockvideos gesehen hast. Ach du, das kann ich nicht. Also es gab so, diese Hinrichtung ist klassisch, ne? Ja, Allahu Akbar oder was? Oder, ja, nee, das ja, gab's genau. Damals. ISIS-Videos gab es damals noch gar nicht, als ich hier so. Ich hatte eine Zeit, wo ich mir echt jeden abgefuckten Film angeguckt habe. Leute, die im Haus runterspringen, habe ich oft. Also ich nie selbst freiwillig, sondern immer Leute, die gesagt haben, hier, guck mal, und wenn du nicht guckst, bist du eine Pussy. Mich macht das nicht fröhlich, muss ich sagen. Ja, natürlich also, nicht. Ich komme auch klar damit, klar, aber muss halt nicht. Das verschönert also mir persönlich nicht den Tag. Aber also bei mir hat es schon so ein bisschen den Effekt, so von wegen, ja, guck doch mal, du hast es doch ganz nice. So, weißt du? Guck mal, was für Scheiß auf der Welt gibt, so. Ja, dir geht's ja eigentlich ganz gut. Ah, nee, so denke ich nicht. Nicht? Nee. Ist ja schon relativ positiv. Ich meine, ich bin mir doch dessen bewusst, dass es mir gut geht, ohne dass ich das sehe. Ja, natürlich. Aber das ist so ein Seiteneffekt für mich, finde ich. Ja, aber es sind schon krasse Sachen dabei. Ja, halt das mit der U-Bahn. Dann natürlich dieser Klassiker von der Frau, die sich die Muschi zutackert. Und hier werden wir ab 18, weil du letztens die Gruppe gefragt hast, ob der Podcast nicht ab 18 sein sollten. Ich kann das vor allem auch manuell einstellen, ist mir danach aufgefallen. Und ich grüße an dieser Stelle Dings Jenny Nosterafu, hallo. Hör bitte weg jetzt. Die hat das letztens besucht, die ist 14. Ja, also wenn ich gewissenhaft wäre, könnte ich das von mir aus schon ab 18 machen, aber wer bin ich denn, um das einzuschätzen? Ja, hier ist ja nur gesprochenes Wort. Hm. Ja, das ist ja nicht ab 18. Nur Audioporn. Ja, wir machen ja ein Audioporn für euch. Ja, oh fuck, Alter, das ist eigentlich ein guter Name für einen Podcast. Hm. Audioporn. Noch ist es nicht zu spät. Dummcast ist auch legendär gut, aber naja, gut. Ja, angefangen hat jetzt das ja so. Jetzt frage ich mich gerade, ob es für das Buch Feuchtgebiete eine Altersbeschränkung gibt. Gute Frage. Vielleicht sollte man da mal ein Social Experiment machen. So einen kleinen 10-jährigen Jungen in den Laden gehen hier. Viel älter war ich auch nicht, als ich das gelesen habe. Ja, aber hast du es im Laden gekauft? Nee. Siehst du? Es lag rum. Und aber was sagt denn die, wenn es keine Altersbegrenzung hat, kann ja die das dem nicht verbieten, das zu kaufen. Ja, genau. Aber sind schon Sachen bei. Sind schon Sachen bei, sind ne? Schon Sachen bei. Buchvorstellung, das wäre Punkrock, Alter. So ein kleiner 10-jähriger Junge, der Buchvorstellung darüber, in der Schule macht. Dass der Schwarm von ihr, wie er heißt, haben wir schon geredet. Ja, ja. Der heißt wie ich. Ja. Zu Recht. Witzig. Ja, Two Girls, One Cup hat für mich das angefangen so. Ist ja auch das Bekannteste, glaube ich. Auch und so dann, dumm. Das war so, als ich gerade Internet neu hatte. Two Girls. Nee, und hier One Guy, One Cup, der sich dieses Glas, das dann kaputt geht. Ja, oder Jar, ich weiß nicht mehr genau. Ja, das ist, glaube ich, auch so das Zweitbekannteste. Und da hat meine Schwester gerade in der Polder gelebt und ich hatte gerade das Internet neu und sie so, ah, komm, ich muss dir mal die neuesten Scheiß aus dem Internet zeigen und schickt mir dann über SchülerVZ diese beiden Links zu diesen Videos und hier für deine Aufklärung und guck dir das mal an. Sehr gut. Und sie hat mir schon irgendwie vorgesagt, dass das eklig ist. Aber also, ich weiß nicht, von allen Menschen, die mir das jetzt schicken könnten, ob das jetzt die Schwester ist?
Aber ja, das habe ich tatsächlich überlebt. Also meine Geschwister haben mich mit 6 gezwungen, das Schweigen der Lämmer zu gucken, ne? Worum geht's denn nochmal? Irgendwann in einem Feedback hatte ich das, glaube ich, auch immer erzählt. Schweigen der Lämmer geht um Hannibal Lecter, hatten wir auch ein Video zugemacht. Mhm. Der Menschen isst und sich deren Gesicht aufsetzt. Aber also die Prämisse vom Film ist, dass Hannibal Lecter einer FBI-Agentin hilft, einen anderen Serienmörder zu fangen, weil Hannibal sitzt da im Knast schon. Mhm. So, aber er befreit sich, indem er einen Wärter umbringt und dann sein Gesicht aufsetzt. Wer hat das Original? Ja, die sind sehr lecker. Die kann man lutschen. Genau, danke Amadeus. Also, weiter im Text. Ja, Hannibal Lecter, Schweigen der Lämmer. So, und ich fand's super gruselig. Kurz davor musste ich noch Akte X gucken, davon habe ich ewig lange Träume gehabt. Es war einfach nur so ein komisches grünes Licht, was da irgendwie kam. Es hat mich in meinen Albträumen verfolgt, keine Ahnung, was da ging. Und als ich dann das Schweigen der Lämmer nicht gucken wollte, hat mein Bruder mich mit einem Uhu an den Kühlschrank festgeklebt, aber nur so mit dem Finger an den Kühlschrank dran. Und ich habe es nicht hinterfragt. Placebo. Ja, ich habe gedacht, ach du Scheiße, der hat jetzt mich ja festgeklebt. Ich habe nicht einmal versucht, dran zu ziehen. Ich stand da eine halbe Stunde, bis meine Eltern kamen, habe geflennt. Mein Bruder stand in der Ecke, hat sich bepisst vor Lachen. Und ich stehe am Kühlschrank, Mama, ich komme hier nicht mehr weg, die haben mich festgeklebt. So. Ich bin tatsächlich, da hatte ich irgendwie abgewaschen gerade, feuchte Finger, bin ich mit 3 Fingern im Tiefkühlfach kleben geblieben. Das war nicht geil. Nee, ja, feuchte Finger im Tiefkühlfach. Ich hatte gerade abgewaschen und wollte was aus dem Tiefkühlfach holen und habe mich so reingestützt und bin dann festgefroren. Das dauert doch aber übelst lange. Nee, das geht sau schnell. Ich habe dann festgeklebt und dann kam ich nicht ab, das war richtig fest. Da kam auch irgendwie Mutti rein, hat da irgendwie heißes Wasser rüber gekippt, dass das auftaut und die Finger wieder abgehen. Die Finger verbrennen, warte, kochendes Wasser schon. Nein, warmes halt. Und dann waren die hier so richtig, an den Fingerspitzen so richtig flach und hart. Hart. Da hatte ich hier richtige Gefrierverbrennungen. Aber da klebte ich wirklich fest, das war nicht eingebildet. Krass. Hab ich nicht gedacht. Weil dieses Zungending, was ist bei dir gerade los? Dieses Zungending am Mast hängen. Genau, bleiben. Das ist ein ähnlicher Effekt. Ja, aber da dachte ich immer, das ist völlig übertrieben. Aber demnach nicht. Ja, das geht sau schnell. Das geht ja richtig schnell. Du glaubst, falls du so ein Film ist, so ein feuchter Film. Naja, Bezeichnung für Porno, feuchter Film. Feuchter Audio-Porn gerade hier für euch. Und der wird halt super schnell gefrieren und dadurch wird deine Zunge da festkleben. Und wenn die kriegst du nicht ab, du reißt dir die Haut ab. Die oberste Hautschicht. Es sei denn, du könntest das anhauchen, du könntest warmes Wasser drüber kippen, aber von alleine durch das Blut, das durch die Zunge fließt, wird der sehr, sehr kalte Frost dadurch nicht wieder aufgetaut. Du wirst entweder warten, abreißen oder es irgendwie anders hinbekommen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Was? Du hast das Ganze formuliert. Du wirst entweder 1, 2 oder 3. Ja gut, auf jeden kommst, Fall. Kommst du diese blaue Robbe angehüpft und Elten. Was? 1, 2 oder 3, Alter. Das ist lustig. Was? Kennst du Elten? Auf Kika. 1, 2 oder 3, kennst du nicht? Nee. Oh, hart. Elten? Ja, Elten. Der von der Millionärswahl. Ja, der Elten von der Millionärswahl. Hat auf Kika mit einer Robbe gemacht. Die Sendung heißt 1, 2 oder 3, das kennt jeder. Nee. Da wird eine Frage gestellt, 3 mögliche Antworten oder es wird ein Film gezeigt und man hat die Möglichkeit zu gucken, was daraus Fake war oder irgendwas. Man muss immer aus 3 wählen, man hat so 3 Teams mit einer gewissen Anzahl an so Kindern, so blau, grün, gelb. Anzahl an Kindern, blau, grün, gelb. Und die müssen sich dann immer auf so einen Streifen 1 oder 3 stellen und dann da, wo die Funken runterfliegen, da ist die richtige Stelle, da kann sich jeder einen Ball nehmen. Wie geht der Text von einem Kürbislied? Sie versprachen mir einen Ball, wenn ich sie mal richtig knall. Ja. Kirmes-Songs, da haben wir Full Circle jetzt gemacht. Wisst das nicht, die Sportlerin? Nee, Quatsch. Ach, fuck, ist egal. Nein, naja, aber 1, 2 oder 3 ist ein richtiger Klassiker. Den gibt es schon seit den 60ern oder so. Nee, ich habe Super RTL geguckt mit Commander David. Ähnlich, aber Commander David war noch ein Zacken cooler. Auf jeden Fall. Also der war... Oh, mein Held, da wollte ich immer mitmachen. Ja, da wurde man immer gebeamt. Also, ich habe schon damals durchschaut, dass das Bullshit ist. Wen wollen die verarschen? Die können sich nicht beamen. Eigentlich wollte ich hier über irgendwelche Schocker-Sachen reden und jetzt reden wir hier über irgendwelche Kindershows. Na, okay. Ja, ist ja more of the same. Kennst das nicht? Das ist uralt. Das gibt's schon immer.
Keine Ahnung, wir haben Lord Abaddon noch nicht erwähnt, der hat sich heute so geil profiliert. Der hat auf Instagram Story gepostet, übrigens folgt mir auf Instagram, Story mache ich da gerade richtig tollen Spaß. Voting, 64 Prank-Videos von uns, welches ist das Beste und ihr bestimmt es, jeden Tag ein Voting. Das hat auf Instagram nämlich so eine Voting-Funktion und die kann man da gut nutzen. Auf jeden Fall, ich sehe gerade ein Bild vom Elton, nee, kenne ich nicht. Krass. Tut mir leid. Ich dachte auch, Elton ist immer irrelevant. Selbst bei uns, also weiß ich nicht. Ja, es sieht gut aus. Eins, sag mir gar nichts. Du nicht. Das ist ja krass, ey. Wie dem auch sei, auf Instagram hat Lord Abaddon gepostet, da ist schon was Wahres dran, wenn man 8 Stunden arbeitet und dann 2,5 Stunden eine Bühnenperformance macht und dann nach Hause geht. Da ist schon was Wahres dran. Da ist schon was Wahres. Das ist sein Satz. Könnt ihr selbst sagen, was ihr von haltet. 1, 2 oder 3. Nee, noch 5 Minuten. Komm, 5 Minuten hältst du aus. Dann lernt man, gucken wir uns das zusammen an und machen ganz toll, halten die Händchen dabei. Okay. So überkreuzt. Wie findest du Händchen halten gut? So eingekreuzt hier oder so? So kindmäßig oder doch so, oder? Also weil nicht kindmäßig Lord Abaddon-Style, sondern weil man im Kindergarten sitzt. Ja, ich weiß. Also ich finde, das ist mir scheißegal. Ah, okay. Aber die meisten machen es so, dass sich die Finger abwechseln. Also ich finde es beim Händchen halten schön, wenn mein Penis dazwischen ist. Ja. Witzig. Nee, jetzt pass mal auf. Aber ich bin eher so Team Arm drumlegen, als Händchen halten. Mhm. Ja, ja. Aber so auch laufen, das ist gar nicht so einfach. Über lange Strecken. Ich laufe mit Frauen keine langen Strecken. Gut. Schocker-Videos. Nee, toll, jetzt reicht das nicht mehr. Können wir das nächste Mal noch ausführen. 3,5 Minuten haben wir hier noch. Ich weiß auch gar nicht, auf welchen Punkt ich hinaus gehen wollte. Auf jeden Fall hat das so eine Faszination für mich gehabt. Und dann habe ich mir ganz viele, könnt ihr gerne mal nachfragen, aber ich sag's euch nicht, ich habe ganz viele Filme gesehen, so hier so Splatter-Filme und so. Und es hat schon was Erhebendes, wenn du irgendwie so siehst, erstmal, wozu die Menschheit in der Lage ist. Und aber auch irgendwie, dass die Leute das Bedürfnis haben, das irgendwie da Film drum zu machen. So. Welchen Film geht's gerade? Verschiedenste, also zum Beispiel August Underground ist so eine Trilogie, die so gemacht ist. Trilogie. Nee, das ist falsch, was du sagst. Ich hasse dich. Das Creme de la Creme hat das auch in einem Text drin. Das finde ich sehr schade, weil ich mag die Texte eigentlich. August Underground, da wird richtig geschnetzelt. Das ist halt so Found-Footage-mäßig wie Blair Witch Project. Ja, dass es so aussieht wie echt und amateurhaft. Und das sind halt einfach nur so Leute, die rumziehen und Leute aufschneiden und sowas. Ja. Und das finde ich halt interessant, weil es ist dem Bedürfnis, da so eine Trilogie davon zu machen. So. Also. Also, selbst wenn ich das irgendwie als Film faszinierend fände, ich bin nicht auf dem Level, dass ich sage, ey, da muss ich jetzt unbedingt mal, ich muss jetzt mal einen Film machen, wo es so aussieht, als schneide ich ganz viele Menschen auf. Das findet Abnehmer. Ja, na klar. Aber meinst du, er hat es wegen Geld gemacht? Wer? August. Weiß ich nicht. Nee, warte mal, der hieß irgendwie Satan, nee, was, irgend so ein Synonym für Satan. Kann ich auch gerade gar nicht, ich bin immer noch bei Du kennst 1, 2 oder 3 nicht. Sorry, ich habe jetzt die letzten 5 Minuten nicht zugehört. Oh, gut, dann sprechen wir jetzt über Toys R Us oder so. Ich bin jetzt, kennt ihr das? Ich habe immer die Kinder gehasst, die sind so unstrukturiert mit ihren Scheißwägen durch dieses Einkaufszentrum. Ich habe jedes Mal gedacht, immer als erstes der 2 Kubikmeter Teddy rein und der Einkaufswagen war voll. Die hätten vor allem einfach nur längliche Stangen nehmen müssen, da hätten die ihn doppelt so hoch stapeln können. In jede Ecke so irgendwas Längliches, die hätten viel höher stapeln können. Das ist so dumm. Ich habe jedes Mal gedacht, wie bescheuert seid ihr denn? Und ich war nicht älter als sie zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich war so neidisch. Ich habe immer gedacht, oh, wenn ich da wäre, ne, ich würde Commander mal David. Ich würde dem Commander mal meinen David zeigen. Womit wir wieder beim Anfang von Kevin Spacey sind. Denn der Kevin wollte von seinem David auch mal den Commander sehen. So, haben wir jetzt Full Circle zweimal gemacht. Und wenn ich jetzt mir richtig schön einen Kopf reinbonge, weißt du, was da das Geilste ist? Eins Köpfchen mit Kiffegras reinbongulieren. Genau. Ja. Wenn man dann so richtig schön das Kickloch zuhält und das dann so schön geschmeidig kommen lässt. Oh, kennst du das Gefühl? Das ist so geil. Hier, warte, das habe ich früher mit 12 immer gemacht. Achtung. Oh, das sieht so albern aus. Oh.
Und vor allem, wenn du Joint rauchst, musst du immer so wie die Trump-Geste machen. Ich mach das hier so. Zeigefinger und Daumen berühren sich. Die anderen drei machen Irokesen. Und dann so. Dann an den Mund. So musst du kiffen. Dann bist du richtig cool. Ja, und dann müssen die Augen so ganz klein und rot werden. Ja. Drogen sind gut, Kinder. Nehmt sie. Das war's. Komm, lass uns die Story erzählen, wo wir uns an den UNICEF-Stand gestellt haben und kleinen Kindern Gippen verkauft haben. Die Story gibt's dann nächstes Mal. Da stand, naja, aber nächstes Mal muss ich doch schon erklären, ob ich auf Autofüller dazu stehe. Richtig. Deshalb jetzt der UNICEF-Stand. Klein bisschen Überlänge für die, die ganz mutig zuhören. That's what she said. Oh, nee, weiß ich nicht. Ganz bisschen Robin-Länge. Da war diese UNICEF-Stand, die immer Geld von einem wollen und dann immer anlabern. Schweine. Und da stand halt keiner. Und da haben wir halt eine Kachtel Chippen gefunden. Kachtel Und haben uns hinter diesen UNICEF-Stand gestellt und da kamen kleine Kinder vorbei und wir haben ihnen gesagt, dass Rauchen gut ist und ob sie nicht eine Zigarette wollen. Und da haben wir UNICEF ein bisschen vertreten. Ja. Gibt's einige Bilder von diesem Happening. Ja, aber jetzt pass mal auf. Die meisten davon sind Photoshop. Blend's mal bitte ein. Ich blend's mal ein. Okay. Ist witzig. Man muss da schon Humor für haben. Also, der Grundtenor, den wir dann hatten, als dann die tatsächlichen UNICEF-Leute kamen. Das war witzig. War, hey, das ist doch hier, ne? Rauchen macht impotent. Wenn ganz viele Leute rauchen, kriegen die keine Kinder. Also gibt es weniger Kinder, die in Armut leben. Zack, tada. UNICEF. Wir stehen für unseren Namen. Aber Ivi fanden die das nicht witzig. Das irgendwie war der Tag, wo wir kurz danach zu Achim sind. Stimmt, das war ein guter Tag. Kann man das nicht schon erzählen, wenn die UNICEF stand? Nee, ich glaube nicht. Ja, nice. Dann haben oder wir sind senil. Kann auch sein. Gut, das nächste Mal Autofellatio und noch viel mehr. Freut euch darauf. Ich tue es auf jeden Fall. Die Musik ist so laut, ich kann gar nichts hören. Aua, mein Trommelfell platzt. Aua, aua, aua. Oh, 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 fuck. Oh, 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 o